Ich hatte immer gehofft, dass irgendwann die Vorstandssitzungen weniger Tagesordnungspunkte haben und wir deshalb schneller sind. Aber entweder muss jemand anders demnächst mal die Moderation machen, wenn das so anhält, oder wir verlegen es auf 12.15 Uhr oder so als Start, verraten aber unseren Vorstandskollegen nicht Bescheid. Ja, aber wenn wir sagen, wir müssen dringend um 12 Uhr weg, klappt das meistens vielleicht um 11:45 Uhr. ich habe jetzt kein Pad angelegt, weil es gestern Nacht noch nicht ging mit dem Pad. Ich glaube, inzwischen gibt es wieder ein Pad. Habe aber gerade keins. Ich habe vor Eingang in die Tagesordnung sozusagen, also in die normale Tagesordnung. Allerdings, ich hatte ein Dokument rumgeschickt, schon zweimal jetzt, zum Thema Veranstaltung, die wir machen wollten. Wollte da gern mal Stimmungen und Kommentare zu hören. Vor allem natürlich würde ich gerne einen Termin festlegen, wann wir diese Veranstaltung, wenn wir das so machen wollen, durchführen möchten. Das können wir auch anschließend per E-Mail oder Doodle oder so machen. Mir wäre nur wichtig, dass wir das dann auch tun und sich jeder daran beteiligt. Wo habe ich das denn rumgeschickt? AK4. Wer hat das denn nicht erhalten? Von der Veranstaltungsübersicht, die ich über die AK4-Mailingliste geschickt habe. Die hatte ich vor 2 Wochen schon mal geschickt, aber ich habe sie heute noch mal geschickt. Es ist am 24. Februar und dann heute Nacht um 12:24 Uhr. Naja, um 12:24 Uhr. Ach, deshalb habe ich es nicht gefunden. Danewort hat geantwortet, deshalb ist das nach oben gerutscht. Okay. Also es geht um Vorschlag für eine Veranstaltungsreihe des AK4. Wir haben ja schon öfter mal gesagt, wir wollen gerne irgendwie so eine Veranstaltungsreihe machen. Hat aber das letzte Mal nicht so ganz funktioniert, da überhaupt einen Termin zu finden und so weiter und so fort. Dazu gibt es jetzt ein kleines Mini-Konzeptpapier, was im Wesentlichen sagt, wir wollen gerne eine Abendveranstaltung unter der Woche, beginnend zum Beispiel 18.30 Uhr, am Freitag geht auch schon 17.30 Uhr, sodass sowohl die Leute aus dem Landtag noch hingehen können, wenn sie möchten, als auch andere Leute, die arbeiten, die Möglichkeit haben, dorthin zu kommen von extern. Ja, die richtig arbeiten, so sinnvoll. das Ganze zu beschränken auf einmal im Quartal. Ich glaube, wir hatten hier mal darüber gesprochen, ob man das nicht monatlich machen könnte, aber mal ganz ernsthaft gesehen, wir schaffen einmal pro Quartal. Und dann habe ich auch schon ein paar Termine reingeschrieben, die eventuell gingen. 2.4., 30.4., 19. bis 23.5., 26. bis 30.5., oder im Juni gibt es auch noch ein paar Termine. Für das zweite Quartal, drittes Quartal dürfte vielleicht noch leichter sein, einen Termin zu finden. Es handelt sich auch nicht um einen kompletten Tag, wie jetzt so eine Fraktionsklausurtagung oder so, sondern um einen Abend. Wir müssten frühzeitig, also immer mindestens ein Quartal vorher, am besten 2, schon mal den Termin festlegen und dann natürlich auch einen Inhalt festlegen und jemanden bestimmen, der verantwortlich dafür ist, das ganze Ding zu organisieren. Mögliche Themen wären halt wahrscheinlich immer noch, obwohl dann jetzt schon die Beteiligungsphase vorbei ist, kann man immer noch LEP nehmen, wir können auch immer noch Grenzen des Wachstums als Thema nehmen, wir können aber auch Fracking als Thema nehmen, wir könnten, dazu kommen wir später noch, auch Sozialticket als Thema nehmen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, bestimmt fällt jedem einem was ein. Wir können es auch gerne so machen, dass wir im Quartal immer wechseln und immer ein anderer Ausschuss dran ist, je nachdem, ob wir uns so einigen können oder nicht.
Das ist die Vorstellung. Es geht im Wesentlichen, wenn nicht jemand grundsätzliche Einwände dagegen hat, Budget sollte kein großes Problem sein, hoffe ich. Zumindest hat, als ich noch nicht im Vorstand war, mir der Vorstand signalisiert, dass das kein großes Problem ist. Im Wesentlichen, wenn keiner große Einwände hat, geht es darum, dass wir die Termine dann auch mal festmachen. So, jetzt Stimmen dazu. Wenn nicht, sage ich, die Termine, die ich vorgeschlagen habe, soll ich die nochmal in einem Doodle machen? Vorschlag? Ja? Wer hat die E-Mail gar nicht gekriegt? Oder? Okay. Okay, sonst schicke ich euch das Doodle zum Beispiel dann nochmal extra. Gut, bekommen reicht. Sonst schicke ich euch das alles nochmal inklusive eines Doodlings extra. Und ihr wisst jetzt Bescheid, worum es geht. Und werdet hoffentlich diesen Doodling zeitnah beantworten. Okay. Nächstes wäre Anträge, die in Vorbereitung sind. Wir befinden uns ja in der Antragswoche sozusagen, in der, wo die Anträge geschrieben werden. Haben wir etwas in einem der Ausschüsse in Vorbereitung? Von uns aus hätte ich was, aber ich nehme erstmal den Keil an. Also wir werden die Förderabgabe auf die Braunkohle, der Antrag ist fertig, stellen. Und ich sag mal so, das ist jetzt kein neuer Hit oder so, sondern einfach etwas, was die Grünen im Bund schon mal gefordert haben. Und Entschuldigung, sogar der Pricken mal in seiner Oppositionszeit für NRW angeregt hat. Also insofern ist das naheliegend. Und die Forderung habe ich eigentlich schon von Anfang an liegen irgendwo in der Schublade, dass ich sage, das wollen wir irgendwann machen. Und ich denke einfach, der Zeitpunkt jetzt ist ganz gut, das zu tun. Im Bundesberggesetz ist standardmäßig eine Förderabgabe vorgesehen. Das datiert aus dem Jahr 1982 und zwar 10% des Wertes des geförderten Gutes. Ausgenommen davon sind sogenannte alte Rechte, also Bergbauanlagen, die vorher schon da waren oder genehmigt waren nach preußischem Bergrecht oder sonst irgendwas. Das ist im Falle der Braunkohle so und man würde diese Ausnahme abschaffen. Und interessanterweise wurde das schon öfter auch bestritten, dass das möglich ist. Es gibt aber aus dem Jahr 2012, ich muss jetzt in den eigenen Antrag schauen, ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, der relativ klar zu dem Ergebnis kommt, das ist grundgesetzkonform, eine solche Abgabe einzuführen. Es verstößt nicht gegen Eigentumsrechte oder Ähnliches, weil es sich eben um die Erträge des Eigentums handelt. Das ist jetzt die vereinfachte Begründung. Also das Gutachten ist gar nicht so umfangreich, 6 Seiten kann man sich durchlesen, ist allgemein verständlich und sehr plausibel, kommt es zu einem klaren Ergebnis. Wir fordern also nur die Abschaffung der Ausnahme für die Braunkohle, mehr nicht. Ich hatte schon mal mit Christopher darüber gesprochen, über meine Tätigkeit im EAR und dass natürlich so eine Abgabe auch der Region zugutekommen sollte, die nachher von einem Strukturwandel betroffen ist. Ich glaube, es ist nicht wirklich für den Antrag relevant, was die EAR macht, aber wenn du möchtest, Kai, würde ich auch anbieten, am Mittwoch zum Beispiel irgendwann, da sieht es bei mir noch relativ gut aus, nochmal einen Info-Austausch dazu, was im IAR passiert, wobei es, glaube ich, nicht relevant für den Antrag ist. Wenn überhaupt, wird es wahrscheinlich eher relevant für eine Rede sein oder für die weitere Diskussion. Für einen Antrag, glaube ich, selbst nicht. Das war jetzt nur ein spontanes Angebot, weil ich weiß, dass ich Mittwoch noch relativ frei habe. Okay, gut. Das kann er sich noch entscheiden. Ich habe den Mittwoch ein weißer Fleck bei mir. Genau. Ich sage nochmal was zu dem, es geht um rund 150 Millionen nach Euro derzeit pro Jahr für das Land NRW
Und wir würden dann die Einregung damit verbinden, auch zu sagen, dann nimmt das Geld doch direkt und sorgt dafür, dass ihr einen Fonds oder was auch immer schafft für einen Strukturfonds, um dann die Folgen des irgendwann endenden Braunkohlenabbaus abzumildern, was auch immer. Und den zu beschleunigen, ist natürlich letztendlich das weitere Ziel. Ansonsten auch das noch für Leute, die mit der Frage konfrontiert werden. Es wird vermutlich keine direkten Auswirkungen auf den Strompreis haben, weil das einfach die billigsten Kraftwerke sind, nur auf die Margen dieser Kraftwerke. Da würde sich eine solche Förderabgabe drauf auswirken. Also die Diskussion müsste man nicht befürchten, also die kann man sehr schnell beenden, dass dann der Strompreis ja noch mehr steigt, das wird wohl dazu nicht kommen. Nur ganz kurz noch, und das ist seit dem letzten LPT-Beschlusslage des Landes NRW. Sonst noch Fragen? Dann lassen wir es erstmal so. Dann sonst noch Anträge. Habt ihr noch einen? Dann lassen wir Linus zuerst. Es geht um die Evaluierung von Wirtschaftsförderprogrammen. Ich hatte es letztes Mal schon mal angesprochen. Es geht einfach darum, der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat im letzten Herbst ein Gutachten vorgelegt mit Standards, wie man so Förderprogramme evaluiert. Und da gibt es neue wissenschaftliche Methoden. Es geht um Transparenz etc. Und das nehmen wir hier auf, bauen auf diesem Gutachten auf. Gegen dieses Gutachten kann man schlecht was sagen aus unserer Sicht. Bringen das hier in einem Antrag rein, wollen dazu noch ein Expertengespräch machen. Der Vorsitzende dieses wissenschaftlichen Beirats kommt aus Köln, ist ein Professor und den kann man bestimmt gerne mal einladen. Und ich glaube, das wird dann eine gute Sache. Wir werden die Reden dazu auch noch ein bisschen politisch noch mal ein bisschen aufpeppen. Dazu haben wir auch einiges zu sagen, weil einfach die Förderberichte nicht sehr gut sind nicht kritisch. Die Förderberichte sind eigentlich nachträgliche Legitimationsschreiben, dass das Geld gut ausgegeben wurde, aber es sind keine kritische Berichterstattung, ob ein Förderprogramm gut ist oder schlecht oder was besser gemacht werden kann. Auch in den Medien war das Thema zuletzt, zum Beispiel in Handelsblatt, dass es hier Veränderungen gibt, dass es in der Arbeitsmarktpolitik schon neue wissenschaftliche Methoden gibt zur Evaluierung. Und das soll jetzt halt auch auf die Wirtschaftsförderpolitik mal hier auch übertragen werden. Der ist noch nicht 100% fertig, deswegen habe ich es noch nicht rumgeschickt. Aber ich glaube, da ist es jetzt hier intern auch nicht so viel Zündstoff dabei. Gibt es dazu Fragen? Keine? Ich tippe ja aber gerade irgendwie blödes Zeug in das Pad ein. Ich nenne ihn jetzt, wie heißt er nochmal genau? Förderpolitik, Wirtschaft, ja, Evaluation. Zeitgemäße Evaluierungskultur. Also der Begriff der Evaluierungskultur ist schon gar nicht so schlecht, weil es geht halt sozusagen nicht nur um sozusagen die Methoden, dass man auch quantitative, kausale Studien macht, sondern geht halt auch um die Transparenz, auch dass es externe Leute das evaluieren sollen. Es geht durchaus auch um die politische Kontrolle des Ganzen. Also es sind sozusagen mehrere Aspekte da drin. Ich nenne ihn jetzt zeitgemäße Evaluierungskultur in der Wirtschaftspolitik. Ja, oder Wirtschaftsförderprogramme. Haben wir so mal drüber gesprochen oder hatten wir den vor 4 Wochen schon mal hier? Vor 2 Wochen. Ich hatte ihn schon angekündigt. Ja, okay. Ja. Wir hatten ihn schon mal hier. Wir haben nämlich schon mal drüber gesprochen, ich erinnere mich. Ja. Wir haben da auch schon mal mit Anfragen und sowas gearbeitet in dem Punkt. Insofern, das ist jetzt nichts, was vom Himmel fällt. Was vielleicht noch bemerkenswert ist, dass die Evaluation im Moment im Wesentlichen daraus besteht, die Unternehmen zu fragen, die das Geld bekommen haben. Die finden das natürlich toll. Und das nimmt die Landesregierung dann wiederum als Beweis dafür, ja, wir haben das genau richtig gemacht. Und das ist quasi ein Zirkelschluss. Natürlich freuen sich die Leute darüber, die Geld geschenkt bekommen haben. Insofern... ob das eine sinnvolle Methode ist, das kann man mal in Frage stellen.
wir hatten ja schon dann vor 4 Wochen oder wann auch immer das war, das mit den anderen Subventionen und Fördermethoden, was da eine Evaluation gerade im Schulbereich oder sowas ist, ist grundsätzlich anders. Okay. Also ich würde den Antrag sehr gerne so auch spezifisch für Wirtschaftsförderprogramme stellen, aber allgemein können sich das eigentlich auch andere Bereiche, insgesamt Arbeit und Soziales, glaube ich, aber vielleicht, ich weiß nicht, auch andere Bereiche durchaus angucken, weil ich glaube, weil die Empfehlungen an sich, glaube ich, könnten wahrscheinlich für fast alle Förderprogramme sein. Aber ich würde das bloß nicht zu doll aufbauschen, weil dann wird es so generell. So habe ich das gemeint, im Gegenteil. Ja. Ich meinte, in anderen Bereichen ist das ja üblich. Teilweise. Was? Ja, aber ich würde es nicht unterschätzen. Bei den Wirtschaftsförderprogrammen wird ja sehr viel evaluiert, so ist es nicht. Bloß das sind wirklich relativ neue Standards, was Transparenz angeht, aber auch was quantitative Studien angeht, halt nicht nur qualitative Befragungen. Und das ist in Deutschland jetzt nicht, aus meiner Sicht, auch nicht in allen Bereichen unbedingt so selbstverständlich. Also gibt es, aber ich meine, vielleicht in eurem Bereich schon, aber. Nicht, dann mache ich den Vorschlag, dass ich die anderen Bereiche den Antrag gut angucken soll. Ja, das will ich auch sagen. Wenn er da ist und wir erinnern uns nicht dran rumfummeln. Ich habe aus... Ich würde vorschlagen, wenn der rund ist, ich meine, der ist ja noch nicht so ganz so hundertprozentig, insofern muss das jetzt noch nicht für morgen sein, aber dann für eine der nächsten Fraktionssitzungen, dass wir das kurz einfach ansprechen, das Thema, und sagen, hier liegt quasi was mehr oder weniger Fertiges vor und das könnt ihr ja mal aufgreifen. Also gerade für, weil das ja nicht nur für den AK4, sondern für alle interessant sein könnte. Ne? Ich mache den Vorschlag, dass du, Daniel Schwert, ich werde dich da auch gerne unterstützen, dann am Freitag das nochmal explizit sagen. Im Mumble. Und ansonsten würde ich den Linus bitten, das aber auch in der Referentenrunde, ich weiß nicht, inwieweit das da immer gut funktioniert, aber nochmal explizit darauf hinzuweisen, dass das ein Vorbild sein kann. So. Ja, mache ich. Ansonsten haben wir aus A02, haben die anderen Sachen hinten angestellt. Wir haben uns explizit ums Sozialticket gekümmert. Wir wollten ja eigentlich so ein Bugfixing machen und sagen, ach, Sozialticket, hier sind noch so viele Sachen, die nicht richtig funktionieren. Wenn es schon ein Sozialticket gibt, als Brückentechnologie zum fahrscheinlosen ÖPNV, dann sollte das auch ordentlich funktionieren und nicht solche Bugs drin sein. Dann haben wir festgestellt, ja, die Bugs gibt es alle. Aber was wir bisher ein bisschen übersehen hatten, ist schon fast peinlich, aber es ist so, der Landtag hat nie ein Sozialticket beschlossen. Und zwar wurde der Landtag nämlich aufgelöst, bevor das Sozialticket beschlossen wurde. Und alles, was es momentan gibt, ist ein Runderlass des Landesministeriums. Und wir befinden uns auch immer noch in der Phase, wo es 2016 endet. Das heißt, wenn wir gar nichts tun hier im Landtag, wird zum 01.01.2016 es kein Sozialticket mehr geben. Das heißt, ein Antrag zum Thema Sozialticket wird so oder so demnächst mal fällig. Im Wesentlichen wird da der Antrag nur noch wichtiger dadurch, dass wir halt tatsächlich hier ein auslaufendes Sozialticket haben. Ehrlich gesagt, das war mir bisher in der Form nicht bewusst. Die Anträge, die es damals gab in der 15. Legislaturperiode, sind alle beendet worden durch Auflösung des Landtags. Es gab also nie einen Beschluss. Es gab 2 Anträge, aber nie einen Beschluss. Und den Runterlass, der wurde so vom Ministerium erlassen, während noch darüber diskutiert wurde. Und das ist immer noch die Evaluationsphase. Also das Mindeste, was man langsam fordern sollte, ist mal die Evaluation, was zur Evaluation zu sagen, aber ich glaube, wir können da noch sehr viel weitergehen. Leider ist der Antrag noch in einer sehr großen Rohfassung. Mit anderen Worten, es ist eigentlich noch nichts geschrieben, nur viel recherchiert. Das wurde allerdings in der letzten Woche ordentlich getan. Ich hoffe, dass wir den dann bis, also sagen wir mal so am Mittwoch fertigstellen können. Ja, vielleicht noch ein Hinweis für euch und für Kommunaler.
wenn ich das richtig mitbekomme, Leipzig, Dresden, die richten jetzt für, also als Aktion, eine kostenlose Buslinie ein, so nach dem Motto fahrscheinloser Nahverkehr, der für einen Tag halt irgendwie fährt. Und die verbinden das natürlich am Ende mit einer Unterschriftenaktion, weil die ja gerade Unterstützerunterschriften sammeln. Aber generell ist das eigentlich eine schöne Aktion, gerade im Wahlkampf, mal für so einen Tag einen kostenlosen Personennahverkehr-Linie piratisch da einzurichten, weil man das eben entsprechend auch pressemäßig begleiten kann. Ne? Also das nur mal so, jetzt hat er die ganze Zeit getippt, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Ja, ich schreibe es auch. Ach so, okay, umso besser. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie man das hier aus dem Landtag unterstützen oder steuern oder helfen könnte oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Kommunalwahlkampf das, also zumindest für die Kreisverbände oder die Städte, die sich das leisten können, eine coole Aktion ist. Aus dem Landtag selbst erstmal natürlich nicht, außer persönlich, aber mit dem Engagement und dem Druck hinter. Das ist natürlich eine Sache der Bezahlung. Ansonsten, also ich bin ja schon öfter mal, jetzt eben letzte Woche, in Ennepetal gewesen, zu so Veranstaltungen, wo man dann halt zusammen mit dem örtlichen Verkehrsbetrieben sitzt und darüber diskutiert. Oft haben die Verkehrsbetriebe natürlich ganz andere Probleme und wollen erstmal genug Geld haben, um ihre Linien überhaupt aufrechtzuerhalten und haben generell mit Geldsorgen zu kämpfen, was wir ja auch insgesamt sehen. Das widerspricht sich allerdings nicht, die große Lösung, fahrscheinloser ÖPNV und das Problem, dass wir momentan eigentlich immer weniger Geld für ÖPNV haben. Meistens ist die Ablehnung auch nicht wirklich groß, sondern höchstens die Skepsis, ob sowas überhaupt politisch durchsetzbar ist. Aber dafür sind wir ja zuständig. Also einen Verkehrsbetrieb zu finden, der zum Beispiel dann auch einen Bus oder eine Linie entsprechend bedienen kann oder sowas, dürfte möglich sein. So nebenbei auch für den Stream. Ja, der Sozialticketantrag hat natürlich erstmal nichts mit fahrscheinloser ÖPNV zu tun. Da aber vielleicht dann noch ein Hinweis. Wir haben uns überlegt, welchen Charakter so ein Antrag haben kann. So ein Antrag kann man natürlich unglaublich konstruktiv gestalten, nach dem Motto, man kann ja nichts dagegen haben und Rot-Grün müssten eigentlich zustimmen. Lohnt sich bei Sozialticket allerdings nicht. Wir können ruhig auf Konfrontation gehen und dafür in Kauf nehmen, dass der niedergemacht wird, weil wir werden, wenn schon, denn schon, sicherlich auch mit aufnehmen, dass das Sozialticket zu teuer ist und für den Preis zu wenig bietet. Und das ist was, das könnten Rot-Grün nicht unterschreiben, damit sind wir eh auf Konfrontationskurs, also können wir auch... müssen wir nicht ganz so, angepassten Antrag schreiben. Den würde ich auch nicht zur direkten Abstimmung stellen, sondern einen schönen Ausschuss schicken, nur so nebenbei. Gut, noch Fragen, sonstiges dazu? Haben wir noch weitere Anträge? Nö, dann würde ich einmal kurz die Ausschüsse durchgehen, ob es was Interessantes zu berichten gibt. Da ich persönlich gleich Anhörung habe, hoffe ich, dass wir schnell durchkommen. Fange aber mal bei Simone an. Ja, von der Anhörung, die am 28. April ansteht, habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon berichtet. Was sehr schön ist, wir bekommen rege Anmeldungen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den kompletten Zuschauerbereich irgendwie voll haben mit Delfinarien-Gegnern. Und da freue ich mich richtig drauf, die Anhörung. Ansonsten haben wir einiges jetzt, nächste Woche haben wir wieder Ausschuss, was in den Bereich von Dannebad gehört. Also zum Beispiel Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung jagdlicher Vorschriften. Dann unseren eigenen Antrag Vermeidung von Greenwashing und Neubau der A1 Rheinbrücke Leverkusen, Erkenntnis und Umgang mit den, wie heißt das, dünnen Auen,
Dünnenauendeponie. Ich glaube, das, Da ist ja die Problematik, dass die für den Neubau da teilweise im Erdreich abtragen und da kommen diese ganzen alten Deponiesachen irgendwie zutage. Und da lassen wir uns von der Landesregierung berichten, was denn da so der Stand ist mit dem ganzen giftigen Zeug, was da jetzt so hochgespült wird. Und ansonsten gibt es mal wieder einen Zwischenfall in der Raffinerie von Shell in Wesseling. Die haben wir, glaube ich, fast jedes Mal inzwischen jetzt auf der Tagesordnung. Und auch da wird dann wieder ein Bericht der Landesregierung gefordert. Ansonsten jetzt nichts wahnsinnig Aufregendes zu berichten. Heidemarie ist ja im Moment auch im Urlaub und Dannebott ist ja in seinem Workshop. Und ja. Dann würde ich jetzt glatt weitergehen zu Deine Schwert und A18. Das darf er sich natürlich mit Linus teilen. Ich habe die Tagesordnung jetzt auch nicht vorliegen. Wir haben nächste Woche Wirtschaftsausschuss. Aber eigentlich, ich glaube, so viel Interessantes ist gerade nicht drin. Sag ich jetzt mal pauschal. Ja, das Einzige, was immer wieder kommt, ist ja, dass die FDP die Abschaffung des Tariftreue- und Vergaberechtes fordert. Da gibt es dann wieder mal ein Expertengespräch, aber da können wir uns eigentlich relativ zurücklehnen, weil da treffen bei Regierung und bei Opposition die Extrempositionen aufeinander und wir haben ja eigentlich eine Mittelposition dazu. Und ja, das ist das eine. Das andere ist, haben wir vorher darüber gesprochen, das ist jetzt ein bisschen perspektivisch, dass wir den Punkt mit dem Kammerzwang nochmal aufgreifen wollen und ein bisschen differenziertere Positionen dazu ausarbeiten wollen. Und Linus wollte da einen Aufschlag der Formulierung machen, den wir dann vielleicht mal ins Liquid Feedback kippen, damit wir da auch eine differenzierte Haltung seitens der Partei oder hoffentlich ein bisschen Feedback dazu bekommen, damit wir uns dazu positionieren können. That's all. Kai, was zu ergänzen oder Bereich Bergbausicherheit? Und zu uns, wir haben jetzt gleich eine Anhörung zu dem Thema ISGs, das sind Immobilienstandortgemeinschaften. Um ehrlich zu sein, so viel kann ich dazu gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass nicht jede ISG auf dieses Gesetz zutrifft, das wir jetzt gleich da behandeln. Es geht auch nur um eine kleine Änderung an dem Gesetz. ISGs macht man, Immobilienstandortgemeinschaften macht man zum Beispiel, wenn man hier in Düsseldorf wird das zum Beispiel geplant, um den Bahnhofsvorplatz und das Bahnhofsgebiet da zu erneuern, dann alle, die eine Immobilie an dem Standort haben, sind dann in so einer Standortgemeinschaft und müssen praktisch Geld in einen Topf werfen, damit ein Platz schön gestaltet wird oder so weiter und so fort. Und die kann man unter verschiedenen Bedingungen einführen, nur damit man mal so generell weiß, was das ist. Wir haben eine weitere sehr tolle Anhörung, eigentlich am 18. März terminiert, die ist jetzt aber verschoben. Ich glaube 2. Juni oder so jetzt. Das ist die Anhörung zu unserem Antrag, weil wir zu viele Sachverständigen eingereicht haben. Deutlich zu viele. Das fanden die anderen alle nicht toll. Außerdem waren wir irgendwie 4 Stunden zu spät. Das war eine sehr schlimme Woche. Oder beziehungsweise nicht die Woche, sondern es war genau der Tag, die Frist, wo wir hier diese Fraktionssitzung hatten, die ein bisschen ausgeartet ist. Naja, also da haben wir keinen Fehler gemacht tatsächlich auch. Und wir mussten dann nochmal sagen, einfach die nochmal neu terminieren und nochmal mit weniger Sachverständigen ankommen und so weiter und so fort. Wir werden das also alles nochmal machen. Die Anhörung heute fällt mir gerade ein, ist ja in den Plenarsaal verlegt worden, weil der SPD-Saal gebrannt hat. Wir haben sie wahrscheinlich noch nicht hergestellt. Normalerweise sind wir immer im SPD-Saal. Ich habe zwar angekündigt, dass wir Streaming haben wollen, sobald es im SPD-Saal möglich ist. Wir haben jetzt aber kein Streaming im Plenarsaal, weil das haben wir natürlich nicht beantragt, wenn das da nicht stattfinden sollte. Das wird übrigens noch sehr schön im Ausschuss mit Streaming, weil bisher gesagt wird von den anderen in unserem Ausschuss, ich weiß, es ist in jedem Ausschuss anders, wozu überhaupt und dürfen wir das überhaupt machen, wegen der Leute, die kommen und so weiter und so fort. Wird noch schön. Also wir haben das im
Wirtschaftsausschuss ja schon mal exerziert, dass wir in den Plenarsaal gegangen sind wegen Streaming und das von, aber das, der, also wir haben das quasi von Anfang an gemacht, dass wir schon in der Obleuterunde gesagt haben, aber das muss gestreamt werden, damit auch die Einladung der Experten und so weiter das schon berücksichtigen kann, dass man denen das sagt. Und jetzt versuchen wir dasselbe im Kultur- und Medienausschuss. Die sind auch noch so ein bisschen, wissen noch nicht so genau, aber prinzipiell, wir müssen es einfach machen. Also direkt schon in der Obleuterunde sagen, da ist aber das Interesse ist ja groß und so weiter, bla bla bla, ist ja passendes Thema, ist ja immer passendes Thema, um das im Netz zu diskutieren, egal welches. Und deswegen müssen wir das streamen. Und ne, dann, solange eben kein anderer Saal ausgebaut ist, müssen wir dann halt eben dafür in den Plenarsaal gehen. Ne? Dazu gab es doch, glaube ich, vor ein paar Wochen wurde auch rumgeschickt die Benutzerstatistik vom Streaming. Und ich finde es einen eigentlich relativ großen Erfolg. Ich glaube, bei unserer Anhörung haben, glaube ich, 80 externe Leute zugeguckt, also durchschnittlich, ne, und 20 interne hier im Landtag. Und ich finde, wenn man es vergleicht mit den normalen 5 Leuten, die da sitzen, ist das also eine, wenn man es mal hochrechnet, ja, eine Verzehnfachung oder mehr, ne? Eine Verzwanzigfachung. Also von daher ist es ein Erfolg. Bei uns, bei irgendeiner Obleuterunde, hatten sich nur als Info die anderen Fraktionen haben gesagt, ja, das war jetzt in Ordnung, das Streaming, aber sie wollten allgemein nochmal drüber reden, weil sie nicht so happy sind. Ja, also, ungefähr so sieht es auch aus. Ich glaube ja. Aber, dass. Also der Widerstand ist nicht fundamental. Ja, ansonsten haben wir diese Woche eine Ausschusssitzung. Wir haben sehr viel Kram, das zu uns zurückkommt nach Anhörungen und so weiter. Wir haben verschiedene Anträge, die reinkommen, Kappungsgrenze, Wohnraumförderung, nochmal Wohnraumförderung, Wohnungsaufsichtsgesetz, Denkmalpflege, Nahverkehr, Fernverkehr, Gigaliner kommt auch zurück, Sanierungssteuer in der Verkehrsinfrastruktur, Bodeweg-Kommission war letztens im Landtag, mal gucken, ob es da eine Anhörung gibt, weiß ich noch nicht. Dann Mittelausstattung des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Das ist, dürfte weit wiederum um den Punkt gehen, den Kai auf die Mailingliste geschickt hat, zum Thema, dass wir Geld zurückgegeben haben, weil wir nicht, also ich sage, weil wir nicht genug Personal hatten, das Ding Zeug zu verplanen und in entsprechende Reife zu bringen. CDU und FDP sagen, wir haben nicht genug Straßen, die wir bauen können. Okay. ja, haben die auch. Werfen dann auch Michael Groschek vor. Aber naja gut, also nach meiner Sicht hängt das ausschließlich darin, dass Straßen NRW schlicht und einfach viel Personal abgebaut hat und die nicht genug Planungsstellen hatten. Und genauso sieht es im Bezirks, bei den Bezirksvertretungen aus, also diesem Arnsberg, ne? Und Düsseldorf, so weiter. Dann, ja, haben wir noch so ein paar nette Berichte und auch Neubau A1-Brücke Leverkusen, Umgang mit der Deponie. Wir haben im Grunde den Antrag auch in unserem Ausschuss angepasst gestellt. Straßenschäden im Zusammenhang mit Bergschäden haben wir interessanterweise auch noch, habe ich mir noch gar nicht genau angeguckt. Und wir haben noch 2 weitere ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen von besonderem Landesinteresse. Das sind oft Bahnhofsausbauten zur Barrierefreiheit oder sowas. Das war's aus unserem Ausschuss. So, haben wir sonst noch was? Ansonsten hoffe ich, dass wir in 2 Wochen pünktlich anfangen können. Sollte die Tagesordnung der Vorstandssitzung extrem voll sein, melde ich mich vorher und bitte jemanden dann anzufangen, auch wenn Simone und ich noch nicht da sein sollten. Machen wir das so. Dann sollten wir da, glaube ich, auch beim nächsten Mal glücklich anfangen können. Okay, dann frohes Schaffen.